Welcome back to another German Food Review, and it's popcorn time, proper corn, popcorn done properly. Yeah, as you can see, everything is in English, so that is definitely a UK product. Fiery Worcester sauce and sun-dried tomato or tomato. What is common in England? Tomato or tomato? Okay, you can see it, proper Worcester sauce, tomato tree. 93 calories per serving. Okay, that looks interesting. Is that brand known in England? Where is it from? Done properly. Best before. Okay, 80 gram. Here it is. London, okay. Wenlock Road. No idea. Yeah, here's a text. Oh, my camera doesn't like this red. My father was a hopeless cook. Okay, so am I. I created proper corn. That sounds cool. Proper corn, right? Proper corn. Okay, anyway, I'm interested in the flavor because that sounds quite nice. There was also sweet version, sweet and salty, and more caramel. But I picked this one, fiery Worcester sauce. Let's open it. And then we check out the calories and such. Right, they say only 93 per serving, but what is a serving? We have to check that in a second, right? So, okay, yeah, it looks like popcorn. Regular popcorn sniff test. Smells like spicy popcorn, okay? Smells like spicy popcorn. Nice. Okay, 500 calories, a lot of carbs, and 2% of salt. Protein a little bit. Okay, quite a lot of fiber, right? Okay, and one serving is 20 gram, I guess. Yeah, here are the ingredients. Of course, here's the English version. UK popcorn, 70% rapeseed oil, and so on. Rice flour, yeast extract, vinegar, onion, and so on. What is that? Let me check the German ingredients. I don't know. No idea. Whatever. Let's try it, right? So, popcorn, here we go. Okay, first of all, it tastes like popcorn. And it's salty. Okay, let's try it again. Worcester sauce. Not sure yet. Tomato. Not sure yet. It burns a little bit, but it's very light, right? It's like paprika chips. Here we go. Yeah, salty popcorn is nice. It burns really a little bit. That's also quite nice. Okay, now it tastes like tomato a little bit. Tomato powder. Now the Worcester stuff is missing. Yeah, it's not bad, right? It's not bad, of course. Here we go. Spicy popcorn snack. But yeah, in a blind taste, would you guess Worcester sauce? I don't think so. Tomato, maybe. Salt, definitely. And hot, yes. A little bit. Not very strong. There you go. It's a nice snack. Okay, you have to eat a few more to get the tomato flavor. Or tomato. Here we go. Not sure about the Worcester sauce part here. Fiery, yes. Sun-dried tomato, okay. Tomato. quite tasty. Yeah, there was also a lightly salted version. But I think this is the most aggressive one. Here you go. Yeah. It's nice. Now it tastes more like tomato. 1 second. Right? Let's grab something from the bottom. Maybe all the powder and the flavors on the bottom, right? Here we go. No, tastes the same. Yeah, actually I picked it because of the Worcester sauce.
But yeah, it's just fiery sun-dried tomato. Oh, so it's not bad, right? Maybe it's a little too expensive, €1.99. How much is it in the UK? Leave a comment. Oh, no, it burns more. I like that. Yeah, here we go. It's definitely a good snack. Nice and spicy. Yeah, thumbs up. For Cassandra, I hope you love it. Okay, it's good, right? Okay, proper corn. Sounds nice. Proper corn. Popcorn done properly. Yeah, thumbs up. Ooh, powdery thumb. Whatever. Thanks for watching. I continue in German. So, es gibt etwas für die Snacker. Und zwar habe ich das zum ersten Mal gesehen im Rewe. Proper Corn, das klingt richtig nice. Proper Corn, sag das mal ein paar Mal hintereinander. Proper Corn. Popcorn done properly. Ja, alles ist hier in Englisch. So, da könnte man schon vermuten, dass das wahrscheinlich aus England kommt. So wie das hier so aussieht. Und da kommt es auch wirklich her. Ja, das habe ich zuerst geraten im Laden, dann nachgeguckt. Und es kommt aus London. Meine Kamera mag das Rot nicht oder das Display mag das nicht, kein Plan. Proper Corn. Wenlock Road. Ja, hier könnt ihr es durchlesen. Der Papi war ein verlorener Koch. Verloren übersetzt man es bestimmt nicht. War ein schlechter Koch. Okay, aber er hat das beste Popcorn gemacht, was auch immer. Gluten- und Wheat-Free, okay. Hier ist Deutsch drauf. Feuriges Popcorn mit Booster Sauce und Tomatengeschmack. Ja, deshalb habe ich es eigentlich genommen, wegen dem Fiery Booster Sauce Part hier. Sundry Tomato klingt auch okay, aber ich habe es vor allem deshalb genommen. Es gab auch noch mehr Versionen. Süße mit Karamell, süß und salzig und leicht gesalzen. Es gab sehr viele verschiedene. Aber die rote sah am aggressivsten aus, deshalb habe ich sie genommen. Okay, Proper Booster Sauce. Und hier seht ihr einen Tomatenbaum. Okay, Kalorien dafür 500 pro 100 Gramm und die sagen hier 93 per Serving, aber die geben mir keine Gramm an. Vorne natürlich, hinten ist dann ein Serving, sind 20 Gramm. Das wären dann 4 Servings pro Beutel. Ja, kann man zustimmen. Hier sieht das Haltbarkeitsdatum. Und das ist drin. Kirschpaprikapulver, Knoblauch, Worcestersauce, Zitronensaft. Ja, mal gucken. 1,90 € im Rewe. Hier ist es. 1,90 €. So nicht so günstig. Aber jetzt auch nicht übertrieben teuer verglichen mit Markenchipsherstellern. Okay, ja, sieht aus wie Popcorn, Sniff Test. Es riecht auch wie Popcorn, aber es riecht wie feuriges Popcorn. Richtig schön würzig eigentlich. Aber man riecht immer noch raus, dass es Popcorn ist. Aber gefällt mir, riecht gut. So, können wir mal naschen. Da seht ihr auch schon die Spots. Hier wieder. Ist ein bisschen scharf, kann aber glaube ich jeder essen. Ist jetzt nicht wirklich brutal scharf oder so, nur ein bisschen. Wenn man ein paar mehr isst, dann schmeckt man Tomaten raus. Habe ich schon rausgefunden. Dafür muss man allerdings so viel nehmen. Dann schmeckt es nach Tomate. Ist auch ein bisschen fiery. Aber ich weiß jetzt nicht, Worcester Sauce schmecke ich jetzt nicht so. Deshalb habe ich es eigentlich genommen. Aber schmeckt nicht schlecht oder so. Also wenn man einen anderen Snack haben will, einen würzigen Popcorn-Snack, dann kann man das hier auf jeden Fall nehmen. Ist nicht schlecht. Aber ob man der Worcester Sauce rausschmeckt, glaube ich nicht. Hier, wie gut schmeckt es trotzdem. Das ist mal was anderes. Es ist besser als Kartoffelchips. Aber nicht unbedingt, aber es ist halt was anderes. Schmeckt schön. Oh, jetzt vielleicht. Mal kurz warten. Wie viele Servings habe ich jetzt schon weggenascht? Ein oder zwei? Ja, kann man auf jeden Fall snacken. Ist nice. Ja, mögt ihr so würziges Popcorn oder lieber süßes Popcorn? Es gab auch Karamell, glaube ich. Was gab's noch?
Ja, ganz viele verschiedene Sorten. Ich glaube 8 oder so. Here we go. Das ist ein bisschen doof zu essen. Das klebt hier sehr. Dann braucht ihr irgendwas zum Abwischen. Nachbarn oder was auch immer. Aber kann man snacken. Gibt einen Daumen nach oben. Die Schärfe ist eigentlich ganz nice. Es brennt so ein bisschen auf der Zunge. Aber es ist jetzt nicht so extrem, dass man tränen muss oder so. Oder dass man gar nichts mehr schmeckt, sondern halt nur so ein bisschen scharf. Ja, das gefällt mir. Man will ja nicht immer das Maximum rausholen, werdet ihr gleich sehen. Okay. Ah, jetzt schmeckt es wieder lecker nach Tomate. Ja. Sun-dried Tomato. Das klingt natürlich interessant, aber schmeckt halt nach Tomate. Schmeckt sehr geil nach Tomate. Das gefällt mir. Brennt ein bisschen. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.